Hallo Leute, ich habe gute Neuigkeiten und zwar habe ich ein Soundproblem gefixt, von dem ich nicht mal wusste, dass es existiert. Der Grund, wieso das Spiel im Hintergrund so leise war, war, dass es auf einer anderen Audiospur gelaufen ist, die dann irgendwie beim Recording nicht so richtig zusammengelegt wurde oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich jetzt bei Einstellungen ein Bandicam vorgenommen, was dazu geführt hat, dass meine Soundaufnahme gleich mal explodiert ist, weshalb ich diese Mission jetzt auch schon zum dritten Mal spiele. Weil ich einfach nicht mehr zu verstehen war über den ganzen Sound. Das heißt, während ich vorher den Sound auf Maximum raufgecrankt habe und er trotzdem zu leise war, habe ich ihn jetzt runtergedreht auf, naja, vielleicht 15% und er ist jetzt ungefähr so laut wie ich, ein bisschen leiser im Optimalfall. Das heißt, ja, es hat ein bisschen Balancing gebraucht, aber jetzt im Großen und Ganzen sind wir soweit. Mission 6, I hope this works. Wir bringen den Trojanischen Krieg zu Ende durch ein großes, hölzernes Pferd. Cursed Troy and those who dwell within her walls. They torched our food stores and tents. Even most of the ships. We'll be lucky to even escape here now. Escape? We just broke down one of the gates. We should be pressing our attack, not talking of escape. The Trojans aren't going to wait for that. Surely they will attack again at any moment. Not if they think we've left. Poseidon is the Lord of Horses. In Atlantis, a defeated general surrenders his horse when beaten. A horse, yes. A great wooden horse. I don't understand. Will it fight? We can have this done quickly, and we don't have to rebuild any of the siege. Arkantos, I will need your help. So. Diese Mission ist sehr schnell vorbei, wenn man weiß, was man macht. Man kann sich nämlich den ganzen Aufbau im Großen und Ganzen sparen. Hier haben wir unsere vier Helden, wir haben jetzt auch Agamemnon, der nicht wahnsinnig nützlich ist. Lost his spear along the way, so he just pummels things with fist. Okay, das sehe ich zum ersten Mal, dass der überhaupt eine Charakterbeschreibung hat. Ja, Agamemnon, der Bruder des Menelaos. Es war immerhin Menelaos Frau, die geraubt wurde, Helena. Deshalb befinden wir uns jetzt in dieser eher prekären Situation. So. Und zwar, wir brauchen 1000 Holz. Und alles andere ist uns eigentlich wurscht. Und das ist auch genau schon das Ziel dieser Mission. Der Rest muss euch einfach egal sein. Wir haben hier ein paar Prodromos und die sind perfekt für diese Mission. Prodromos sind Anti-Kavallerie-Kavallerie. Und es wird gleich noch sehr offensichtlich werden, wieso das wichtig ist. Ich stationiere sie mal hier ein bisschen im Norden. Und Odysseus gibt mir dieses Artefakt, das Kavallerie-Speed erhöht, was noch super wichtiger ist als ohnehin schon alles andere. Ja, bauen wir ein Fischerboot. Also ja, meine ersten Dorfbewohner sind alle hier rüber gegangen, um die Ziegen zu schlachten. Es gibt aber, wenn ich mich recht entsinne, noch mehr auf der Karte. Ich glaube, sowohl im Norden als auch im Süden gibt es noch einen kleinen Patch an Ziegen, den wir sehr gerne hätten. Und worum es jetzt mal am Anfang geht, ist einfach die Dorfbewohner zu beschützen. Und auf den ganzen Aufbau einfach zu kacken. Es funktioniert. Wenn man schnell genug ist, funktioniert das auch. Wenn man weiß, worauf man sich einstellen muss. Das heißt, man muss die Mission natürlich einmal vernünftig spielen mit ja, aufbauen und Kasernen und viertes Zeitalter oder drittes Zeitalter und so weiter. Bla bla bla. Aber wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann kann man diese Mission eigentlich extrem abkürzen. Genau das machen wir hier. Es geht nämlich nur darum, dass die trojanischen Speer Troja nicht erreichen. Und das ist vermutlich ein Event, das jetzt bald beginnt. Ich weiß nicht, ob es davon abhängt, wie viel Zeit verstrichen ist oder wie viele... Ah, sollten dringend Dorfbewohner waren. Oder wie viel Holz man gehackt hat, aber irgendwas in der Richtung. Ich glaube, Troy hat auch ein Waldbrandwunder. Was, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich ein normannisches Wunder ist, aber okay. Mit dem sie diesen Patch an Wald abfackeln, wenn man nicht schnell genug ist. Deswegen habe ich mich jetzt mal nur auf dieses Stückchen Wald konzentriert. So, wir haben hier ein Fishing Boat, das einfach nur die Nahrung sammelt, die wir brauchen, um Leute zu bauen. Wir bauen hier noch ein Haus, damit wir ein bisschen mehr Population haben. So, und hier beginnt's. Das sind vier Champion Tyroi. Die sind an sich ganz gut gegen was eigentlich? Good against buildings.
Oh, ist das Poseidons Superkavallerie? Das ist Poseidons Superkavallerie, ja. Okay. Im vierten Zeitalter bekommt man, je nachdem, was für einen Hauptgott man gewählt hat, noch eine Super-Einheit. Nice. Genau, sobald 4 von 6 tot sind, rennen die restlichen 2 weg. Und die muss man schnell killen. Und dazu braucht man unter anderem eben das Kavallerie-Speed-Upgrade. Und deswegen sind diese 4 Podromos auch die wichtigste Einheit in dieser Mission überhaupt. Ja, aber was ich sagen wollte, wenn man Griechenland spielt und im vierten Zeitalter ist und ein Fortress baut, das ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil wir nicht mal im dritten Zeitalter sind. Also im dritten Zeitalter kann man ein Fortress bauen, das hat einen ziemlich starken Distanzangriff, man kann Leute drin garrison und man kann Belagerungswaffen damit bauen. Im vierten Zeitalter bekommt man je nach Hauptgott dann allerdings noch eine Spezialeinheit. Zeus bekommt Infanterie, die besonders stark gegen Nicht-Griechen-Einheiten sind. Mit Poseidon bekommt man diese super Anti-Building-Kavallerie, also eigentlich eine Artillerie-Kavallerie, weil sie einen, ich glaube, doppelten Schaden oder zumindest eineinhalbfachen Schaden gegen Gebäude macht. Und mit Hades bekommt man super Bogenschützen, beziehungsweise ich glaube Armbrustschützen oder sowas. Schauen ein bisschen aus wie die Age of Empires, die typischen koreanischen Armbrustschützen. Perfekt. Mit diesen riesigen, mit diesen wirklich übertrieben großen Armbrüsten. Ungefähr so schauen Hades Spezial-Armbrustschützen aus. Okay, und wir bauen das trojanische Pferd. Das heißt, wir bauen noch ein paar Villager hier runter. Ihr könnt es eigentlich auch aufhören, danke. So. Warum man diese Mission so abkürzen kann, ist sehr leicht erklärt. Sobald wir das Trojanische Horse, genau, ich kann mich nicht auf eine Sprache einigen. Sobald wir das Trojanische Pferd bauen, gibt es einen Cut. Und wir führen die Mission weiter mit nur den Helden. Beziehungsweise ich glaube sogar Agamemnon fällt auch weg, weil er feige ist und sich zur Armee zurückzieht. Naja, okay, irgendjemand muss ja auch die Armee dann wieder vor die Tore Trojas bringen. Aber auf jeden Fall, alle Einheiten, die wir hier bauen, sind egal. Dieses 0 von 15 hier, die das Trojanische Pferd angeblich aufnehmen kann, das ist eine dreiste Lüge, die werden nie im Spiel benutzt. Einfach nur einen Cut und das war's. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, hier großartig aufzubauen, weil wir verlieren alles in 2 Minuten, wenn das Trojanische Pferd fertig ist. Was wichtiger ist, ist, dass die nächste Patrouille, und ich weiß nicht, aus welche Richtung sie kommt, das Trojanische Pferd nicht aufhaut, beziehungsweise nicht anfängt, meine Bürger aufzuhauen, die das Trojanische Pferd bauen. Würden die Scouts zurückkommen nach Troja, dann würde uns Troja ab diesem Zeitpunkt schon unablässig angreifen und wir müssten eine Wirtschaft aufbauen. Das heißt, die Scouts abzufangen ist oberste Priorität. Und dank unserem Fischerboot können wir eigentlich noch immer weiter Einheiten bauen, wenn wir schon gar nicht mehr brauchen, aber wurscht. Blödsinn, Moment. Ich hätte gerne was anderes. Ich glaube, das ist ein Upgrade, das sich lohnen könnte. Wie gesagt, wir behalten nur unsere Helden. Das heißt, ich glaube, wir wollen lieber auf das hinsparen. Aber es wird sich jetzt wohl nicht mehr so ganz ausgehen. Wir haben ein bisschen zu viele Villager gebaut. Naja, das Trojanische Pferd ist erst bei der Hälfte. Ich glaube, wir könnten noch ein Fishing Ship bauen. Und damit vielleicht noch auf die 200 Nahrung kommen, die wir brauchen. Wenn nicht, ist es auch kein Riesenproblem. Ich werde deswegen jetzt auf jeden Fall nicht das Trojanische Pferd verlangsamen. Aber wenn es sich ausgeht, wäre es ganz leibend. Okay, da ist die nächste. Oh, da habe ich irgendwie... Ja, Problem ist, dass die auf dem Champion-Level sind, also auf dem vierten, während meine Podromos nur Medium sind. Das heißt, auch wenn meine Podromos eigentlich gut gegen Kavallerie sind, fressen sie jedoch sehr, sehr viel Schaden. Genau. Ich glaube auch die Frequenz an Scout-Truppen erhöht sich langsam aber sicher. Ist aber nicht so schlimm. Okay, also die Olympic Parentage geht sich auf jeden Fall nicht aus. Ne, soll sein. Dann müssen meine Helden mit ein bisschen weniger leben nach Troja. Gut, wir sind so gut wie fertig. Wie gesagt, eine der kürzeren Missionen, wenn man weiß, was man macht. Wir haben nicht mal das Upgrade gekauft. Ah, wir hätten eigentlich Handaxe schon lange Zeit kaufen können. Vielleicht wäre das ganze Holzhacken noch schneller gegangen. Aber naja, was soll's. Und Fazam. Ich bin mir echt nicht mal sicher, ob man das Olympic Parentage Upgrade überhaupt behält. Wie gesagt, es gibt einen kompletten Reset jetzt.
Oh yeah. Agamemnon, take the boats and the men and sail just out of sight. Orcantos, Ajax and I will man the horse. When night falls, sail back. We'll have the gate open for you. I'm glad you scheme for me, Odysseus. I will return at nightfall. Genau, also Agamemnon verpisst sich hier. Und wir hauen uns in einer Nacht- und Nebelaktion quer durch Troja. If we destroy the gate, our troops can rush in. Leger. Gut. Wir können dieses Plenty erobern, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sich das bringen soll. Esto. Gut, und jetzt ist ein bisschen Sneaken angesagt. Wait here for the guards to pass. We would do best to avoid fighting them now. Genau. Wolfheit geht. Okay. Wir haben natürlich noch immer den Bolt, das heißt, wir könnten eigentlich auch den Cyclops bolten und die restlichen vier killen. Ich meine, der Cyclops wäre nicht das Problem, wie gesagt, wir kämpfen hier mit drei Helden, die sind sowieso super gegen mythische Einheiten. Genau. Stattdessen. Werden wir den Bolt benutzen, um den zu killen. Dann den einfach mit den Helden angehen und uns auf diese Art diese Belagerungstürme holen. Perfekt. Ihr seid meine Nummer 2. Und das war's. Das war nicht wahnsinnig schwer. Ein Champion Hyperspeed, der aber allein gegen drei ein bisschen eine unlustige Zeit hat. Ups. Ja, hier die Guard Towers schießen ein bisschen zurück, aber ne, gegen Belagerungswaffen ziemlich sinnlos. Ja, und so antiklimatisch endet die Belagerung von Troja, weil das letzte Kapitel dieser Mission wird einfach nur noch ein hartes Abgeholze. Das werdet ihr gleich sehen, warum. Ah, wir haben übrigens die Bronze Power dazu bekommen, die hatten wir vorher nicht. Wir sind nämlich eigentlich noch immer im Classical Age. Gut. Genau, wir haben zwei fucking Meteore. Und damit ist es ehrlich gesagt kein Problem, das hier alles komplett zu vernichten. So. Gut. Ihr geht's mal alle auf das Fortress los. Hier rüber mit euch allen. Wunderschön. So. Meteor 1. Meteor 2. Wuhu! Oh yeah! Ja! So viel dazu. Ja, damit Meteore, was ist denn los? Okay, die Meteore sind sehr, sehr random, aber das ist selbst für ihre Verhältnisse schwach, dass sie keins von beiden killen. Aber egal, wir haben so viele Belagerungswaffen zu dem Zeitpunkt, dass es wirklich komplett egal ist. Wir haben einen Haufen an riesigen Kolossi, wir haben Healing Powers. Die Kolossi allein könnten diese Fortresses locker fertig machen. Genau das werden sie auch tun. Killt mal diese Hydra da. Helden. So. Gibt es überhaupt irgendwelche, hat Troja überhaupt irgendwelche Helden, die den Kolosser gefährlich werden könnten? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es gibt kaum was, das einen Kolosser umbringt. Und das sind unupgradete Kolosser, also es gibt sie noch in wesentlich, wesentlich stärkeren Versionen, nämlich in Silber und Gold. Davon reden wir hier nicht mal, sondern wir reden nur von normalen Kolosser. Okay, viele mythische Einheiten auf einmal killen sie. So, das sind aber auch normale Cyclops und auch normale Minotaurs, oder? Ja. Gut. Ja, wir müssen eigentlich wirklich nur Platz machen für die Katapulte. A hero has fallen. Ja, es war nur Agamemnon, es war kein richtiger Held. Da kommen noch ein paar Shades. Ein Nemean Lion. Nice, ist alles sehr schön und so weiter, aber nutzt euch genau vor nichts. Jesus, Katapult! Du wirst hier vorne gebraucht.
Hauen noch die Bronze Power raus. Und das war's. Trotz der nutzlosen Meteors war das recht smooth. Und damit endet der erste große Plotpoint in der Geschichte, der Krieg von Troja. Aber wir haben noch einige Missionen in Griechenland vor uns, bevor wir uns dem zweiten Volk widmen. Jetzt nur noch verstreut auf ein paar griechischen Inseln. Und die Unterwelt. This was a welcome break from chasing pirates, but I need to return home. Well, pirates are not. You need to get your boats repaired. You don't think they can make it to Atlantis? No. There is a port not far from here, Iaklos. I'm sailing there. I can show you the way and get someone to work on your ships. Genau. Oh, ja, natürlich. Den sehen wir auch noch. Gargarensis. He strides among the treetops and is taller than the trees, and his voice through all the garden is thunder sent to Greece. What is it, Kemsit? Kemos has returned, sir. He lost the trident. He says the Atlantean was headed for Troy. The battle there will not last much longer once he joins the Greeks. The siege at Troy is already over. Zeus could still interfere. Do you question me, Kemsit? No, no. Everything is exactly as you said it would be. The fortress, the tunnel, Troy. Giants and the genie, multiplex of wing and eye, whose strong obedience broke the sky. Send Kemos. I want to speak with him. Yes, General. Ich bin mir exakt nicht sicher, ob das, was er immer vor sich hin dichtet, Gargarensis, und wir werden es noch öfter sehen, ob das ein tatsächliches Gedicht von irgendwas ist, das sich mit Göttern oder Titanen oder sonstigen befasst. Sollte man mal nachschauen. Okay. Auf jeden Fall, nächste Mission ist in Iaklos und dort treffen wir Chiron, der auch irgendjemanden ausgebildet hat. Ich glaube Achill. Ich glaube Achill ist bei Chiron in die Lehre gegangen. Oder irgendein anderer griechischer Held. Muss ich nachschauen. Naja, das ist auf jeden Fall die nächste Mission. Nummer 7, More Bandits. Bis dahin. Ciao, Leute.